Freunde, heute reagieren wir auf böse Mann. Er hat ein Interview gegeben, hat gegen den ein oder anderen Rapper da draußen gefrontet. Wir gönnen uns das Ganze mal auf 1,25-facher Geschwindigkeit. Ich würde mal sagen, lehnt euch zurück, entspannt, holt euer Popcorn und lassen wir die Spiele beginnen. Let's go! Was geht ab, Leute? Böse Sound TV heute wieder mit Böse Mann. Mach mal so. Der böse Mann ist ein böser Mann. Ja, Mann, was abgeht? Video ist draußen, alles gut. Alles im Rahmen. Geil. Ich habe gesehen, diesmal wurde es nicht gesperrt. Release hat funktioniert. Der Release hat funktioniert. Ist auch in Ordnung. Ich meine, gut, wir haben uns diesmal an die Richtlinien gehalten, die verlangt werden. Ja. Wir sind natürlich auch Menschen, die dem Gesetz und den Regeln treu sind. Ich frage mich halt echt, was habt ihr an dem Video jetzt verändert? Fragst du es nicht. Das kannst du dich sehr gerne fragen, aber frag mich das nicht. Es gibt Sachen, wie gesagt, die nimmt man da wirklich mit ins Grab. Ob das jetzt so eine Sache ist, die man mit ins Grab nimmt, das war so dahingestellt. Aber ist auch egal. Also das Video war gut. Ich habe vorhin noch reingeschaut, Statistiken sind top. Knapp 100.000 Aufrufe. Zwei Wochen. Ja, dafür, dass keiner darauf reagiert hat, ist das eigentlich schon nicht schlecht. Kann man da hat er recht. Hat wirklich, habe ich gesehen, hat keiner darauf reagiert. Ich habe es leider auch sehr, sehr spät geschickt gekriegt. Sonst hätte ich natürlich die Klicks mitgenommen. Ja, du hast ja... Was heißt nicht schlecht? Das ist mir eigentlich, das juckt mich eigentlich gar nicht. Ob das jetzt 100.000 oder 200.000 sind, das... was für mich interessant ist, ist eigentlich die Tatsache, dass noch niemandem wirklich aufgefallen ist oder gesehen oder das noch keiner realisiert hat, dass das kein Performance, Rap-Performance-Video ist, wie jeder andere Rap-Schmuddelstreifen. Kein anderer Rap-Schmuddelstreifen. Es gibt nichts Besseres. Okay? Genau. Und die Menschen müssen erstmal realisieren, was da passiert. 100% böse Mann. Kommt am 12. Neuer Release? Ein neuer Release am 12. passen, Böser Sound TV, 20 Uhr, Kanuni-Codex, Blutrache-Gesetz. Ich hab auch gelesen, du machst eine EP. Also ich glaube, das war die erste Auskopf. Zukunftsmusik. Okay. Das ist Musik für die Zukunft. So, du wirst mich jetzt sicherlich fragen, wie die Reaktionen waren auf dem Video. Ich sag dir, wie die Reaktionen waren, überhaupt gar nicht. hat niemand darauf reagiert? Nein, selbstverständlich nicht. Weil du bist ja auch auf einige... Es wird sicher, bitte. Du bist ja auf einige Rapper so... bist mit denen ins Gericht gegangen? Hart ins Gericht, meinst du? Ja, also weißt du, es war hart. Das war gar nicht. Ich fand schon, dass es ziemlich hart war. Was heißt hart ins Gericht gegangen? Wir leben ja in einer freien Demokratie. Du hast, jetzt kommt mein Blut in Wallung. Ja? Du hast mich jetzt, also du... Der sieht einfach aus wie ein Bulldozer. Guckt euch mal seine Schultern und Arme an, was ist das? Papa, wo ist mein Messer? Was denkst du, wieso niemand gerade reagiert hat? Was meinst du mit mir? Seine Brust machen. Wie redest du gerade? Also, du hast ja, wie gesagt, bist auf gewisse Künstler eingegangen, so. Und hast losgegangen, meinst du? So auf gewisse Künstler losgegangen? Also musikalisch natürlich. Und die Frage war jetzt, warum niemand darauf reagiert hat? Genau. Also, wenn niemand darauf reagiert, dann war es auch niemand. Ein Niemand reagiert doch nicht. Stabiler Satz. Also... Ist aber so, ich verstehe auch die ganzen Rapper, also ich bin ehrlich, ich verstehe auch die Rapper so, die, wo du jetzt gesagt hast, ich bin hart mit denen ins Gericht gegangen. Ich habe sogar Verständnis für diese Rapper, ich meine, die versuchen hier Geld zu machen und alles Mögliche, aber sollen sie doch bei ihren, keine Ahnung, bei ihren Ziegen bleiben oder was weiß ich, ich weiß ja nicht, was sie sonst so treiben irgendwie, keine Ahnung, sollen mal die Straße so, bei Straße, ne, das, die Verbrecher und Kriminelle, und ein Dealer ist ein Dealer. Ich kenne keinen Dealer, der über seine Dealergeschäfte, wo sich selber snitcht. Ich kenne keinen Dealer, der sich selber snitcht. Genau, also von dem her. Da hat er recht, muss man hier einfach mal sagen. Ist Real Talk, das verstehe ich sowieso nicht. Dann, wenn du gedealt hast, was gibst du damit in deinen Songs die ganze Zeit an? Wie blöd kann man denn sein? Das ist eigentlich alles gar nicht anzunehmen. So. Und jetzt kommt der böse Mann so mit der Axt aus dem Wald. Der will abholzen. Ja, das hat man ja im Song gemerkt. Der will abholzen, richtig. Ich krieg am Wochenende auch meine Axt von Ali Osman. 4 Finger für diese Aktion. Mexican Style. Steht sogar Maslack drauf, ist geil. Und was ich hier zusätzlich erwähnen sollte, zu meinem Einmarsch in diese Pumpernickel-Rapper-Szene. Also, Bösemann kommt Alarmstufe Rot, war so die Hinrichtung Deutschraps. Am 12., also Donnerstag in einer Woche, kommt dann die Beerdigung sozusagen. Genau, in einer Woche. Es ist ja auch so, das sind absolute Anti-Gewalt-Videos, die hier veröffentlicht werden. Nehmen wir als Beispiel Soldat James Ryan. Ja. Ja? Soldat James Ryan, Zweiter Weltkrieg, Normandie, Massaker, Blutbad, das ganze Meer war roten Blut. Am Ende war es dann
Das war ja ein einziges Gemetzel. Das ist, der Film war ja ein Gemetzel von Anfang bis zur letzten, von der ersten bis zur letzten Minute. Am Ende ist es aber ein Anti-Kriegsfilm. Genauso sind auch Böse-Mann-Videos. Anti-Gewalt-Videos. Bist gegen Gewalt auf jeden Fall. Gewalt ist keine Lösung. Ach komm. Wo er wieder da sitzt, das kann man doch nicht ernst nehmen. Ja. Die ganzen Rapper, kennen die dich? Also denkst du, die kennen dich alle, die du da erwähnt hast in deinem Song? Die kennen mich alle, ja, safe. Ja? 100%. Okay, krass. Nee, weil ich hab auch in dem Song gehört, dass du Farid erwähnst, Farid Bang. Ja, natürlich, Farid Bang, klar. Wir sind uns, selbstverständlich. Wir sind ja damals eingeladen worden in diese Fight Night. Da war ja von Focus TV irgendwie, war dort vor Ort. Das war doch so, wann war das? 2000? 2008, 9, sowas, 9, 10, sowas, 2009 oder 10, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kannte diesen Farid Bang überhaupt gar nicht. Den kannte damals auch wirklich niemand. Mhm. Ich meine, gut, mittlerweile hat er ja schon sich irgendwie einen Namen, der gaunert. So. Ich meine, der hatte jetzt schon was zu sagen, so in der deutschen Szene. Also. Was heißt, er hat was zu sagen? Das kann mag ja sein, dass er jetzt was zu sagen hat, aber jetzt ist der böse Mann wieder da. Das Ding ist, Farid hatte gestern oder vorgestern war das, ich weiß es nicht, meine Ansage rausgehauen. Jeder, der ein Problem mit ihm hat, soll sich bei ihm melden. Er ist bereit für ein 1 gegen 1. Jederzeit, egal wann. Er braucht keine Rückenpolitik, pipapo. Farid ist einer, sage ich mal, vor dem haben viele Rapper haben Respekt vor ihm und Bösemann scheint jetzt hier wohl gegen Farid, sage ich mal, den, der ganz oben sitzt, vor dem sogar ein Bushido Angst hatte, sich mit dem anzulegen. Was heißt sogar ein Bushido? Der ist Bluff, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, dass sogar er keinen Bock hatte auf Beef mit ihm. Ein Bösemann kommt von der Seite und will direkt den König, sage ich mal, vom Thron schubsen. Wir sind uns damals, wie gesagt, wir sind damals eingeladen worden von den La Honda Jungs. Murata, wir haben uns halt wirklich sehr, sehr respektvoll dort empfangen. Damals bei dieser Fight Night. Da war auch, da war Sammy war da, SSIO und so weiter. Also alles oder nichts Camp, so komplett. Alles oder nichts Camp, ja. Da haben uns draußen erwartet vor der Tür, die wussten, dass wir angekommen sind. Aber ich bin mir vorgekommen wie auf einer albanischen Hochzeit. So. Wenn sie dann die Gäste empfangen, also richtig ehrenvoll und respektvoll, wenn sie dann vorne draußen an der Tür stehen und jeden dann per Handschlag und per Hand aufs Herz und so weiter. Also ich fand das, ich habe das richtig, richtig krass gefeiert. Es hat uns eigentlich auch an nichts gefehlt. Da war auch dieser Farid Bang da. Okay, und da habt ihr euch da kennengelernt? Oder? Nein, der hat eigentlich eher versucht, uns zu meiden. Also, weil einer meiner Brüder hat irgendwie mal irgendwo gesehen haben, dass er irgendwas gegen mich irgendwo gesagt oder geschrieben hat und ich sagte, was ist, der wollte den Stich verpassen. Ich wusste nicht genau wieso, aber was soll er halt machen? Was soll das gewesen sein? Also im Internet? Ich weiß es nicht. Soll er halt machen. Alles klar. Nehmt euch daran kein Beispiel, Kinder. Ich habe irgendwas gesagt. Einer meiner Brüder war auf 180. Der hat gesagt, hey, wenn der da ist und so, der kriegt von mir Stich. Und wie gesagt, der hat dann seinen Auftritt gemacht. Der war auch gar nicht so im VIP-Bereich, wo wir uns hinten, also im Backstage-Bereich, war der auch gar nicht so zu sehen. Ja, mich wundert es, dass der gar nichts sagt. Der so, ja, ganz normal. Oder? Das ist nicht normal, ja? Nur weil einer was gegen dich gesagt hat, gibt es dir kein Recht darauf, jemandem einen Stich zu geben. So, meint ihr mich? Aber okay, früher war Rap anders, ne? Früher war Rap wirklich, sage ich mal, was auch jetzt heutzutage propagiert wird. Heutzutage ist ja alles nur Schall und Rauch. Aber früher war es schon ein wenig härter, hat man ja auch gemerkt, ne? Wie gesagt, ja, der ist in den Käfig rein und hat einen Auftritt gemacht, im Käfig, einen Rap-Auftritt. Ich fand's nicht sehr lustig. Doch, ich fand's lustig. Ich hab gelacht, vor allen Dingen habe ich gelacht, weil er dann, als er dann nach dem Auftritt dann auch verschwunden ist irgendwie. Habt ihr euch nicht getroffen, also seid ihr nicht aufeinander gestoßen? Nein. Wie gesagt, er hat sich nicht in dem Bereich aufgehalten, wo wir eigentlich waren. Also wie gesagt, alles unter Nix-Crew und La Honda Jungs. Der Sodok war damals da noch. Krass, der Sodok. Wie dem auch sei. Und von dem her kann so ein Farid Bang auf keinen Fall sagen, dass er mich nicht kennt. Aber wie gesagt, jetzt steht böse Mann hier und macht sein Ding. Und kommt mit der Axt aus dem Wald. Was haben die immer alle mit ihren Äxten, ja? Ali auch. Also ich feiere das. Ich nehme auch meine Axt sehr, sehr gerne entgegen. Ist so ein geiles Ding, aber was wollt ihr damit machen? Das Einzige, was ich damit machen kann, ist hier das ganze Holz von meinem Kamin klein hacken. Aber selbst darauf habe ich keinen Bock zu anstecken. Das ist der Lein. So war's irgendwie. Okay. Ich bin letztens, kennst du Bruce? Bruce, sag mir was, ja. Bruce, sag mir was. Das ist doch so ein YouTuber. Ja, das auch. Also der ist Moderator bei hiphop.de. Ich weiß nicht, ob er das noch ist. Ja, so genau will ich jetzt gar nicht wissen. Was. Ich bin letztens auf was gestoßen. Der hat reagiert auf Bushido und hat da irgendwas von einer Line von dir geredet. Wieso reagiert irgendjemand auf eine Reportage von Bushido? Verstehe ich nicht, Mann. Hat da wieder jemand gesnitcht? Der hat sich dafür irgendwas verantwortet und hat dann... Wer hat sich verantwortet? Der Bushido. Okay. Und da hat dann Bruce so, der hat da gecuttet, hat da gestoppt und hat dann so hat eine Line von dir zitiert. Soll anscheinend, er hat so gesagt, das ist die Menschen- und Frauenverachtendste Line. Mit der flachen Hand in ihr schönes Gesicht. Als erstes ist mal hier ein Kompliment da. Ja? Ein Kompliment in ihr schönes Gesicht. Okay? Hand in ihr schönes Gesicht, sie sah ihren Fehler ein und entschuldigt sich. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was das auf menschenverachtend und frauenfeindlich sein soll. Was meinst du mit der Line? Was willst du damit sagen? Ja, das Mädel hat einen Fehler gemacht. Mir ist die Hand ausgerutscht. Sie hat den Fehler eingesehen und hat sich entschuldigt. Was?
Leute, ich gehe mal ganz kurz für politische Korrektheit aufs Klo. Wir sind politisch korrekt. Was er sagt, da distanzieren wir uns von. Wir distanzieren uns von. Von innen. Bitte schön, ist auch Menschen verachten. Ich weiß nicht, wo der, wie heißt der Typ nochmal? Bruce. Ich weiß nicht, wo der lebt oder was er macht so in seiner Freizeit oder auch in seinem Job. Deswegen verstehe ich nicht die Aufregung, warum sich irgendein Bruce aufregt über eine böse Mannlein, dass eine Frau einen Fehler gemacht hat, ein Brett kriegt, sich dafür entschuldigt und das als Menschen verachten sieht. Ja, das Video lohnt sich auf jeden Fall. Hat sich wirklich gelohnt, sich das reinzuziehen. Es ist schon sehr unterhaltsam, was er hier sagt. Also, was geht? Also kommen wir nochmal zurück auf dein Video, auf dein Musikvideo Alarmstufe Rot. Das war ja so in seiner Art, in seiner Aufmachung, was ja ganz anders war, ja brachial. Also mit dem... Einzigartig, kann man sagen. Einzigartig. Es ist einzigartig. Es ist natürlich in dieser... Man kann es nennen, wie man will. Es ist blutrünstig, es ist düster, es ist makaber. Man muss es fairerweise sagen, ich habe es auch im Nachhinein gesehen, von der Tonqualität fand ich es nicht so geil, aber von der Videoqualität, wie das aufgebaut war, etc., war das schon sehr, sehr stark. Es ist... Alles, bloß es ist kein Rap-Video. Es gibt keine Rap-Performance. Ich habe gesehen, in der Beschreibung steht so, das ist ein Böse-Mann-Video. Das ist ein Böse-Mann-Video, richtig. Das ist ein Böse-Mann-Video. Und das hat mit Musikvideos, ehrlich gesagt, eigentlich, das ist eigentlich ein Kurzfilm sozusagen. Ja. Ich habe auch schon gehört, das ist nur Hass auf dem Beat gepresst. Kann man auch sagen. Aber das hat nichtsdestotrotz irgendwie so von der Aufmerksamkeit her. Was dann? Die Aufmerksamkeit ist ja da. Mal davon abgesehen, dass keiner von diesen ganzen YouTubern oder irgendwelchen Rappern, die darauf reagieren, ja, ist es ja umso, krasser. Bei 100.000 Aufrufen sind. Ja. Also, denkst du, das haben viele Rapper gesehen? Das hat jeder Rapper gesehen. Denkst die haben darauf gewartet. 100% haben das viele auf gesehen. Auf jeden Scheiß. Weil die ganzen Reactor, die reacten ja einfach auf alles mittlerweile. Wirklich. Ja, natürlich. Es gibt ja auch Reactor, die auf Reactor reacten. So auf Reactor reacten. Gibt's auch. So ein Roos reacted auf einen bösen Mann-Line von 2008, jetzt vor einem Monat, und reacted aber nicht auf, von jetzt, von 2001. Auf ein böse Mann-Video. Auf ein böse Mann-Video, was eigentlich absolut einzigartig ist. Und reacted er nicht. Aber ich weiß warum. Was denkst warum du? Denn? Nicht, ich denke, ich weiß es warum. Weil Lorenz genau weiß, wenn er irgendwie reactet, dann reactet. Bleiben wir doch bei Deutsch. Wenn er reagiert, dann kommt, was weiß ich, Gesusmus, Farid Banks und keine Ahnung was, die sagen dann, ja, du kriegst kein Interview mehr von mir. Der Arme. Der muss dann verhungern, ja. Ach, so ein Scheiß. Nein, so ist das gar nicht. Ne. Ich reagiere ja auch ständig über diese Seite und dann über die Gegenseite und dann wieder über die. Wisst ihr, was ich meine? Schenkt beiden Reichweite mäßig, zum Beispiel bei dieser Ali Osman-Sache. Kommt auch keiner an und sagt dann so, ja, ne, blöbel. Vielleicht ist das im Rap wirklich so. Das kann ich hier nicht beurteilen. Ich reagiere sehr, 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 sehr selten auf Musik, weil ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Auch so Interviews mäßig etc. Wenn ich jetzt hier drauf reagiere, kommt keiner an im Nachhinein und sagt, ja, warum hast du darauf reagiert? Dann reagier nicht mehr auf mich. Halt doch dein Maul an, ich reagiere auf was ich will. Böse Mann da, es kommt ein neuer Trend. Denkst du, es kommt so wieder so das Alte zurück? Oder? Nein, nicht das Alte ist neu. Genau. Kommen wir zu deinem neuen Musikvideo. Was jetzt, du hast was angekündigt. Ich werde hier nicht viel darüber sagen, das wird am 12. erscheinen, es wird nicht viel darüber geredet. Ich kann nur eins sagen, das wird die neue Straßenhymne werden. Ich weiß, die ganzen Pumpernickel-Rapper und auch diese ganzen Kids, wo da hier Double, Bubble, Bubble, Bubble Time Rapper, keine Ahnung, dann sagen, ja, was ist das? Mach nicht voll. Nein, Bro, danke. Ja. Wo war das? Aber dein neuen Song. Ja, genau. Was am 12. rauskommt, auf Böser Sound TV, 20 Uhr nicht verpassen. Auf Böser Sound TV, 20 Uhr. Oder hier ganze Zeit Werbung auf meinen Nacken, yo. Abonnieren. Sowieso abonnieren, analysieren, braucht ihr nicht. Damit kommt sowieso keiner klar, das weiß ich jetzt schon. Die Menschen bekommen die Chance, einen realen Einblick in das Leben von Menschen wie mir zu erhaschen, sage ich jetzt mal, um wirklich zu sehen, hoppla, das unterscheidet sich tatsächlich von dem, was wir bisher gehört haben, ja, von diesen ganzen Kids. Die Leute feiern dich, weil du einfach so real bist. Die Leute, die mich kennen, die wissen, wie wir aufgewachsen sind, mit welchen Werten, welche Werte uns vermittelt wurden. Es geht um Ehre, es geht um Stolz, es geht um das Gesicht. Mein Vater sagt, das Gesicht hat keine 2 Meter, 2 Finger. Männer, ein Mann, ein Wort. Wenn man sein Wort gibt, dann hält man sein Wort. Kann man sein Wort nicht halten, gib es nicht, weil sonst verlierst du dein Gesicht. Ich lasse keine Faxen mit mir machen. Ja, böse Mann, der neue Song. Kanuni-Kodex. Ja. Kanuni-Kodex. Der Kodex vom Kanun. Der Kanun ist von Lek Dugajini. Das bedeutet, das nur kurz zur Erläuterung, damit die Menschen verstehen, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Kanuni-Kodex ist das Blutrache-Gesetz. Da wird die Blutrache geregelt. Da geht es um die Ehre, um das Gesicht. Das bedeutet, ist ein Mann in seinem Haus erniedrigt worden, hat er das Recht, diese Erniedrigung durch Blutrache wieder gut zu machen. Das ist der Kodex, der im Kanun festgelegt wird. Genau. Und was dich da erwartet, ich weiß, was du wissen willst, in dem Track, ob irgendjemand gedisst wird. Es wird niemand gedisst. Ich disse niemanden. Ich möchte einfach nur wissen, ob diese ganzen Rapper wirklich, wenn einer sagt, 1 gegen 1 bretter ich jeden weg,
Hier bin ich. So, so, es ist egal wie, oder? Ich bin übel gespannt. Ich bin, hier bin ich. Okay, so viele Leute haben das jetzt in letzter Zeit gesagt. Wird mal Zeit, dass die Rapper beweisen, dass das nicht nur Gelaber ist, dass das nicht nur Bluff ist. Die sollen sich doch endlich mal treffen und die Sache klären. Ich verstehe das nicht, ja. Also ich gehe schon davon aus, dass er was drauf hat. Ich gehe schon davon aus, dass er das jetzt nicht so bluffmäßig sagt. Aber von vielen anderen Rappern, von denen man das hört, die auch wirklich, sage ich mal, so sind. Sagen wir mal so, denen glaube ich das nicht ganz. Ja, ich bin übel gespannt auf den neuen Song. Sieh der Tatsache ins Auge, dass der Deutschrap einfach begraben wird. Das wird eine Beerdigung werden. Eine standesgemäße Beerdigung. Mit, was weiß ich, Kreuz und keine Ahnung, was da alles drauf kommt. Genau. Ich bleibe einfach gespannt. Die Leute bleiben auch gespannt. Ja, gespannt. Wir warten ja, was auf uns zukommt. Bruder, ich werde voll hibbelig, wenn ich den die ganze Zeit angucke. Ich dachte schon, ich wäre full mit ADS. Ich hätte voll so Dings. Und das war's dann auf jeden Fall von Platzaxt Nummer 2 mit Bösemann. Wir sehen uns. Okay, Freunde, das war's mit dem Interview von Bösemann. Das ist das zweite Interview. Man sieht ja da Raute 002 Bösemann über seinen neuesten Song, der rauskommt. Hat hier ein paar Ansagen gemacht an Farid Bang, an diverse andere Rapper, an Roos, an Bushido. Also der hat sich hier nichts nehmen lassen. Bin mal gespannt, wie der Song sein wird. Ich denke nicht, dass ich darauf reagiere, weil ich auf Musik eigentlich gar keinen Bock habe, darauf zu reagieren. Ihr wisst es einfach. So Musik bockt mich nicht. Aber vielleicht kommt da noch was von ihm. Vielleicht nehmen der ein oder andere Rapper ja seine Ansagen ernst, gehen drauf ein und sagen, yalla, komm ja. Eri, lass mal gucken, was du drauf hast, Habibi. Machen ein geiles Event draus, was ich eh nicht glaube. Aber ich sag euch ganz ehrlich, rein von dem Optischen her, rein von der Art, wie er sich da gibt, außer dass er so hibbelig ist, finde ich seine Art erfrischend. Er ist das, was andere Leute rappen, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass er kein Mogelpaket ist. Alles in allem war entspannt. Ich würde gerne wissen, woher er kommt. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit ihm aus. Ich weiß, er hat früher gerappt, hat er ja selbst gesagt, 2009, 2012, keine Ahnung, in dieser Zeit hatte ich nichts mit dieser Rap-Map zu tun. Aber denke mal, wir können gespannt sein auf den Song. Ihr könnt aber wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.